Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Den haben wir ja gerade gekillt, genau. Fallout ist ja gerade abgeschmiert. Ich habe gerade dann nochmal geguckt, wie viel ich jetzt überhaupt aufgenommen habe. Das ist gerade mal eine Stunde, was ich aufgenommen habe. Ergo sind es nur zwei Parts. Ergo nehme ich wieder ein bisschen mehr auf. Also direkt nochmal ein bisschen was dranhängen. Damit ich ein bisschen mehr habe. Was gibt's? Was gibt's? Wir gehen weiter, meine Güte, wer hat denn dir ans Bein gekackt? Ziemlich lange gebraucht, um die Tür wieder aufzukriegen. Hallo, Chefe. Mein. Mein, mein. Alles mein. Bei mir. Auch. Auch mir. Reparieren. Abmarsch. Au! Was ein Sack. Jetzt aber los. Sehr schön. Licht an. Soll ich dir vielleicht noch einen CD-Player, einen MP3, MP4, iPod, was weiß ich bringen, damit du noch deine Musik hören kannst, wenn du unterwegs bist? Ich bin Dr. Madison Lee. Ich habe Leute bei mir, die Schutz und Unterkunft brauchen. Die benötigen dringend Zutritt. Es tut mir leid, für unbefugte Zivilisten besteht kein Zutritt zur Zitadelle. Bitte verlassen Sie sofort die Anlage. Lyons, ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich weiß, Sie können mich hören. Öffnen Sie diese gottverdammte Tür, sofort! Das ging schnell. Wir können jetzt nicht anhalten. Wir müssen weiter. Ja, gut, ich gehe ja schon. Wir haben die Zitadelle entdeckt. Aufgabe erfüllt, das Wasser des Lebens. Da, 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 my darling. Hallo? Ja, und wie geht's euch so? Ihr habt sogar Bäume hier drin. Gar nicht mal so übel. Kenn ich mit Bäumen gar nicht. Und sonst so? Wie geht's euch? Seid nicht so gesprächig. Scheint mir. Sind, dass die blöde Schlampe so lang da rumsteht. Ach, haben wir uns auch mal in Bewegung gesetzt. Ja? Zack, zack. Geht auch ein Schrittchen schneller. Ja? Kann aber nicht wahr sein hier. Los, Gas jetzt. Nicht ewig Zeit. Hallo nochmal. Ja. Madison, ich bin überrascht, Sie hier zu sehen. Was kann ich für Sie tun?
Seien Sie doch nicht überheblich, Lyons. Ich wusste nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Wir brauchen Hilfe. Projekt Purity wurde überfallen. Ich habe die Berichte über den Zwischenfall dort gehört. Gibt es irgendwelche genaueren Informationen? Die Enklave. Sie haben das Projekt Purity angegriffen. James ist tot. Und vielleicht noch andere. Ich weiß es nicht. Es muss etwas geschehen. Dann ist es so, wie wir befürchtet haben, Madison. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich wünschte, wir hätten etwas dagegen tun können. Es ist noch nicht zu spät. Sie haben den Aufbereiter in Ihren Händen. Lyons, wir dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren. Immer mit der Ruhe. Wir wissen doch alle, dass der Aufbereiter nicht funktioniert. Für die ist er wertlos. Vielleicht sollten wir es lassen. Das ist nicht wahr. James, er hat herausgefunden, was gefehlt hat. Wir wissen, wie wir das Ding zum Laufen bringen. Ist das wirklich wahr? Weiß das die Enklave auch? Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht mehr, was vor sich geht. Alles klar, Madison. Das kriegen wir schon. Das ist James' Sohn, nehme ich an. Die Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Ja, und er weiß, was wir brauchen. Walltech-Computer. Etwas, um Ausrüstung zu finden. Er braucht Unterstützung. Nun gut. Wir werden eine Lösung finden. Nun? Ich muss mich ausruhen. Kurz hinlegen oder irgendwas. Das ist einfach zu viel. Rothschild sollte Ihnen helfen. Aber bedenken Sie, er gehört zur Bruderschaft. Ich habe denen nie vertraut. Passen Sie auf, was Sie denen erzählen. Wie sieht's mit einer taktischen Beurteilung unserer Situation aus? Mein Beileid. Ihr Vater war ein guter Mann. Was wissen Sie über die Enklave? Ich würde gerne... I found a Brotherhood Holotech. Fragen Sie die Gelehrte Jameson. Sie bewahrt unsere Schriftrollen auf und wird wissen wollen, was Sie gefunden haben. Und wo ist die? Sie verbringt die meiste Zeit im Archiv in Ring A, nahe der großen Halle. Was wissen Sie über die Enklave? Ich weiß mehr als alle anderen, fürchte ich. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie die größte Bedrohung ist, die das Ödland der Hauptstadt je gesehen hat. Wissen Sie, die stählerne Bruderschaft ist der Enklave schon zuvor begegnet. Vor über 30 Jahren in Kalifornien. Damals wurde sie von einem Präsidenten namens Richardson angeführt. Jetzt haben wir es mit diesem Eden zu tun. Die Enklave will nach wie vor nur kontrollieren und zerstören, während sie vorgibt, die Ordnung wiederherzustellen. Ihr Vater war nur der Anfang. Ich würde gerne mehr über die Sternerbruderschaft erfahren. Die Bruderschaft ist eine alte Organisation und stammt aus den Jahren nach dem Krieg. Wir sind nur ein Teil davon. Was möchten Sie wissen? Wenn Sie nur ein Teil der Bruderschaft sind, wo ist der Rest? Die Bruderschaft begann an der Westküste, wo es sie immer noch gibt. Wir wurden vor vielen Jahren an diesen Ort gebracht. In Wahrheit hat die stählerne Bruderschaft seit Jahren Probleme, hier und zu Hause. Ehre, Wahrheit, Mut. Diese Tugenden scheinen in solch schweren Zeiten wenig Bedeutung zu haben, fürchte ich. Warum sind Sie hier im Ödland der Hauptstadt? Ah, das ist doch die eigentliche Frage, nicht wahr? Unser Auftrag war und ist das Sammeln aller fortgeschrittenen Technologien. Und diesem Auftrag folgen wir auch, soweit es uns möglich ist. Als ich aber das Ausmaß der Bedrohung durch die Supermutanten erkannte, hielt ich es für meine Pflicht, den Menschen bei ihrem Kampf zu helfen. Leider stimmen meine Vorgesetzten im Westen meiner Einschätzung nicht zu. Sie meinen, dass ich mich zu sehr zur lokalen Bevölkerung hingezogen fühle. Auf jeden Fall hatten die Leute recht. Die Ankunft der Enklave ändert alles. Wie lange sind Sie schon da? Wir sind vor über 20 Jahren angekommen. Und schon fast so lang versuchen wir, die Supermutanten zu verdrängen und auszurotten. Seit der Ankunft der Enklave habe ich das schreckliche Gefühl, dass die Supermutanten unsere kleinste Sorge sind. Was können Sie mir über die Supermutanten erzählen? Auch wenn Sie es kaum glauben, wir wissen nichts. Wirklich erbärmlich, wenn man bedenkt, dass wir seit fast 20 Jahren gegen sie kämpfen. In all dieser Zeit haben wir es gerade mal geschafft, die Bedrohung einzudämmen.
sie zurückzuhalten, damit sie nicht alle Siedlungen hier überrennen. Eigentlich wissen wir gar nichts. Nicht, woher sie kommen oder warum sie die Ruinen von DC heimsuchen. Und jetzt sind wir hier eingepfercht in unserer Zitadelle. Mit wenigen Ressourcen und wenigen Truppen. Einen alten Mann macht das sehr müde. Kann mich jemand in der Zitadelle im Tragen von Powerrüstung trainieren? Brauchen wir eigentlich nicht, aber warum auch nicht? Ja, es gibt da in der Tat jemanden. Unser furchtloser Paladin Ganni trainiert alle Neulinge in der Verwendung der Powerrüstung, wenn sie bereit sind. In Anbetracht der Umstände werde ich Ganni erlauben, sie ebenfalls zu trainieren. Sie werden ihn im Außenhof finden. Ich werde ihm sagen lassen, dass ich die Genehmigung erteilt habe. Nice one. Ich erkannte sie zwar schon tragen, die Rüstung, aber was soll's. Seien Sie gegrüßt. Sie schaffen es immer wieder, sich in ein Schlamassel reinzureiten, was? Lass sie. Willkommen in der Zitadelle. Hier sind noch nicht viele Zivilisten gewesen. Ich bin ja auch nicht viele. Und ich bin auch kein Zivilist. Also, irgendwelche Kommentare zur Enklave? Ich habe die Berichte gelesen und die ersten Scans gesehen. Kann es aber nur schwer glauben. Ich hatte gedacht, diese Radiosendungen wären nur alte Aufnahmen. Ich hätte nie geglaubt, dass die Enklave wirklich einmal auftauchen würde. Keine Sorge. Egal, was sie versuchen, wir sind bereit. Ich lasse morgen die Pride antreten, damit sie die Enklave vernichtet, falls Vater es erlaubt. Möchten Sie mir etwas über die Supermutanten erzählen? Sie haben sie doch gesehen, also wissen Sie so viel wie wir. Was soll ich noch mehr sagen? Wenn wir herausfinden können, woher sie kommen, können wir sie vielleicht aufhalten. Wenn nicht... Was gibt's über Line Sprite zu sagen? Das ist die unangefochtene Oberelite der Bruderschaft. Ohne meine Zusage kommt hier keiner rein. Okay. Hört euch das an. Ich hätte mal eine Frage an alle treuen Hörerinnen und Hörer. Habt ihr schon mal einen richtigen Baum gesehen? Wiederholt dich. Rekruten die Pennen. Ich glaube, das Bett hier vermisst niemand. Guten Morgen! Die Schule ruft! So. Na gut, eine gute Sache hat ja der neue Start. Der Kompass geht wieder. Jawohl, lauft! Lassen Sie mich zuallererst sagen, wie leid es mir tut. Ich habe Ihren Vater kennengelernt, vor vielen Jahren. Die Welt hat einen ihrer letzten Visionäre verloren. Danke fürs Verständnis. Gern geschehen. Nun ja, Dr. Lee hat mich über Ihre missliche Lage aufgeklärt. Sie benötigen eine gewisse Vault-Tec-Ausrüstung? Mein Vater hat nach etwas namens GEEK gesucht. Haben Sie sowas? Ein GEEK? Gütiger Himmel, so etwas habe ich sicher nicht. Ich muss Ihnen sagen, dass viele Leute bezweifeln, dass es so ein Gerät überhaupt gibt, geschweige denn, dass es funktioniert. Wenn Sie allerdings mit derselben Entschiedenheit auftreten wie Ihr Vater, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein, eines zu finden. Mir läuft die Zeit davon. Nun ja, ich fürchte, mit dem Auftauchen der Enklave ist die Bruderschaft zurzeit recht beschäftigt. Ich ließ vorübergehend meine Pflichten ruhen, um Ihnen zu helfen. Vielleicht war das falsch. Trotzdem könnten wir das haben, was Sie suchen. Oben im Archiv steht ein altes Vault-Tec-Terminal aus der Vorkriegszeit. Ich werde melden, dass Sie Zugriff darauf benötigen. Keine Ursache. Wenn Sie weitere Unterstützung brauchen, kommen Sie wieder. Ich kann Ihnen unter Umständen helfen. Okay. Danke. Armory. Seien Sie gegrüßt. Hallo. Hier spricht Quartiermeister Durga. Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, was Sie in meinem Waffenhaus zu suchen haben. Bei uns herrscht Zucht und Ordnung. Solange es nicht ausdrücklich vom ältesten Lions verlangt wird, treiben wir mit Außenstehenden keinen Handel. Quartiermeister Ende.
dummes Stück! Scheiße. Was ist denn mit dem hier? Interessiert mich nicht. Restrooms. Ich habe etwas vorgestellt. Was sagt der neueste Bericht? Messehalle. Redensbeerdrückung abgesagt. Aha. Okay. Willkommen. So, unser geliebter Papi ist tot. Seien Sie gegrüßt, Sohn von James. Ich hätte gerne Handelserlaubnis. Normalerweise geht das nicht. Mit Außenstehenden Handel zu treiben, hat sich in der Vergangenheit als problematisch erwiesen. Angesichts der Umstände werde ich aber eine Ausnahme machen. Ich werde Durga sagen lassen, dass Sie volle Handelsbefugnis haben. Dankeschön. Worum geht's beim Roboter? Ach ja, alle fragen nach dem Roboter. Das lässt sich ja auch nicht vermeiden, das muss ich zugeben. Er heißt Liberty Prime. Sehr patriotisch. Er wurde in einer Zeit großer Verzweiflung von einer sehr stolzen Nation gebaut. Wir hatten aber genauso wenig Erfolg beim Versuch, ihn in Gang zu setzen. Sie sollten mit dem gelehrten Rothschild reden. Okay. Liberty Prime. Ich fürchte, ich muss mich gerade um andere Angelegenheiten. Ich würde gerne mehr. Supermutant. Sind Sie verantwortlich für diesen Roboter? Ja, ich bin für ihn zuständig. Und zwar schon seit wir ihn vor über 20 Jahren gefunden haben. In den Berichten wird er als Liberty Prime bezeichnet. Fantastisch, oder? Zumindest, wenn einmal alle Systeme arbeiten. Der Energiebedarf macht uns zu schaffen. Etwas so Großes mit so modernen Waffensystemen. Uns fehlt bisher noch die Energieversorgung für ihn. Er wurde vor dem Krieg als Superwaffe entwickelt und ist das Resultat der ersten Zusammenarbeit zwischen RUPCO und General Atomics International. Er sollte offenbar dabei helfen, Alaska von den Chinesen zu befreien. Wurde aber nie fertiggestellt. Sie mussten ohne ihn dort einrücken. Sie siegten, erlitten aber schwere Verluste. Falls es uns gelingt, ihn zum Laufen zu bringen... Na, ich glaube, Sie verstehen, was ich sagen will. Ja, und wie? Will ich mir nicht sagen. Ja gut, dann nicht. Dann halt nicht. Ich darf handeln, blöde Kuh. Ich habe Nachricht vom ältesten Lions erhalten. Er sagt, Sie haben die Erlaubnis, mit uns zu handeln. Gut für Sie. Ja, dann lass mal gucken. Hab ein bisschen was zu verkaufen hier. Und zwar das, das und das. Zack. Ebenso. Wie hast du nicht? Dann gib sie daher. Hätte ich gerne, das hätte ich gerne und das. Was hätten wir noch gerne? Heckenschützengewehr. Die Stimpaks. Und die Schrot. Dann kann das hier haben. Sonst habt ihr nichts, ne? Nee. Und was haben wir noch zu verkaufen? Das hier. Eine Menge Bier. Whisky, Wodka. Dup, dup, dup. Baseball, Zutrittskarte. Ein paar Kippen. Geld.
Ja. Danke. Bitte. Der Stasi. War das nicht gerade ein wunderschönes, fröhliches Dankeschön von dieser bezaubernden Soldatin? Die Bruderschaft steht zu ihren Diensten. So. Gut, dann ziehen wir mal weiter und gucken uns mal dieses eine Terminal da an, wo die Infos haben soll, wo wir ein GEEK finden können. Merkt euch das. Keine Jaugwei füttern. Wobei, wir können es mittlerweile ruhig machen. Uns tun die ja nichts mehr. Die Bruderschaft steht zu ihrem Dienst. Willkommen. So, schauen wir mal. Wortliste Washington und Umgebung. 76. Ausrüstung. Personalzuweisung, Projektziele, Zugang verweigert, nichts Interessantes. Vault 87, Ausrüstungsausgabe. GEEK, einen. Da haben wir ihn schon gefunden. Ging schnell. Vault 92. Was gibt's hier? Soundanlage, Musikinstrumente, Aufnahmegeräte, volles Tonstudio. Okay. Vault 101 ist unwichtig. Think Machine. Okay. Vault 108. Abbruch der Arbeiten. What? Steam Wish Whistle Mini Geothermal von Admin. Okay. Whatever. Ja. Vault 112. Think Machine, Extras, Shurk, Power, Geo, Bla. Stasepots, Liste der flüssigen Nährstoffe. Aha. Okay, egal. Wir haben alles gefunden, was uns gerade wichtig ist. Und was wir brauchen. Dann gehen wir mal Bescheid geben, dass wir wissen, wo wir ein GEEK finden können. Nur nicht, wir wissen nur nicht, wo die Vault ist. Wir haben auch noch gar kein andere Vault besucht, ne? Dieser Roboter wird sich nicht von selbst reparieren. Genau darüber möchte ich mit Ihnen reden. Hatten Sie Erfolg mit dem alten Terminal? Yep, Vault 87 hat ein GEEK, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ah, nun ja. Wenn es nur das ist, kann ich Ihnen behilflich sein. Kommen Sie hierher. Ich zeige Ihnen, wo die Vault liegt. Dann zeig's mir mal, alter Mann. Diese Karte zeigt die Lage aller bekannten Vaults in der Gegend. Wir haben Vault 87 hervorgehoben. Hier. Der Zutritt zu Vault 87 wird für Sie besonders schwierig sein, fürchte ich. Wieso? Das Gebiet ist extrem verseucht. Rund um den Eingangsbereich herrschen tödliche Strahlungsniveaus. Der direkte Zugang ist dadurch ziemlich unmöglich. Wie komme ich durch die Strahlung? An der Strahlung kommt man nicht vorbei. Wer es versucht, ist tot. Wenn es einen anderen Weg gibt? An Entschiedenheit stehen Sie Ihrem Vater um nichts nach, scheint mir.
Und in diesem Fall haben Sie recht. Es könnte einen anderen Weg geben. Vault 87 liegt gleich neben den Höhlen von Little Lamplight. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es in den Höhlen einen Zugang zur Vault gibt. Gut, dann müssen wir mal gucken gehen, ne? Die Bruderschaft hat einfach nicht genügend Ressourcen, um die Gegend zu durchforschen. Vielleicht haben Sie mehr Erfolg. Sollten Sie etwas finden, kommen Sie bitte hierher zurück. Dann können wir entscheiden, wie wir weiter vorgehen werden. Danke. Leider können wir nicht mehr tun. Denn die Bruderschaft steht möglicherweise einer sehr realen Bedrohung durch die Enklave gegenüber. Meine ganzen Anstrengungen müssen jetzt der Einschätzung dieser Gefahr gelten. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Natürlich. Wir machen das schon. Kein Problem. Die Little Lamplights sollen nach einem Eingang zu Vault 87 durchsuchen. Das machen wir dann fast als nächstes. Fast, ja. Noch nicht direkt. Denn Weltkarte. Erstmal gehen wir zu unserem Versteck. Und munitionieren uns aus und rüsten uns aus in der ganze Scheiß. Wenn wir nicht genügend Munition noch, wenn wir keine Munition mehr haben, dann werden halt mal die ganzen Händler durchgegrast. Irgendwo werden wir dann nochmal Munition finden, bekommen. Wie irgendwelches dreckiges Wasser? Ne, haben wir nicht. Hier irgendwas Neues? Ne. So. Dann gucken wir mal. Blutpakete kann weg. Buffout kann weg. Chats können weg. Medex spalten wir mal, genau wie die Mentas. Psycho. Ja. Den war da hinten irgendwo verstaut, ne? Yep. Für was für eine Waffe können wir das Dings noch benutzen? Erstmal. Alles reparieren, was wir haben. Können wir nicht.